Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Endlich Wochenende. Gleich zu Beginn der Sendung bringen wir Sie auf den neuesten Stand. Unsere Kurznachrichten kommen heute aus Lauterhofen, aus Sengenthal und aus Neumarkt mit einem Schuss Altdorf. In Pilsach wird aktuell die ehemalige Schule kernsaniert. Auf dem Gelände soll später neben der Grundschule ein multifunktionales Gemeindezentrum inklusive Sitzungssaal und Bibliothek entstehen. Der existierende Gebäudeteil wird dafür mit einem Neubau verbunden. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 6,4 Millionen Euro. Schon in diesem Sommer sollen die Schüler den sanierten Bau nutzen können. Am Donnerstag legten Rekruten des Logistikbataillons 472 ihr Gelöbnis in Lauterhofen ab. 20 Männer und Frauen, welche die Grundausbildung abgeschlossen haben, versprachen auf dem Schulsportplatz der Bundesrepublik treu zu dienen. Das Bataillon ist eigentlich in Kümmersbruck bei Amberg-Sulzbach stationiert. Aufgrund einer jahrelangen Partnerschaft mit der Kaserne fand die Zeremonie jedoch in Lauterhofen statt. Der stellvertretende Landrat Helmut Himmler sprach ein Grußwort. Neben den Angehörigen der Rekruten waren auch viele Landkreisbewohner als Zuschauer gekommen. In diesem Sommer lassen rund 1000 Bürger der Stadt Altdorf in historischen Kostümen wieder die Zeit des früheren Feldherrn Albrecht von Wallenstein lebendig werden. Dieser studierte im Jahr 1599 in der Stadt. Eine Abordnung des Ensembles kam am Dienstag ins Neumarkter Rathaus mit einer Einladung zu den Wallenstein-Festspielen 2018. Vom 22. Juni bis 22. Juli stehen zwei Stücke auf dem Spielplan: das Volksstück Wallenstein in Altdorf und Schillers Wallenstein. Am Mittwochabend nahm Sengenthals Bürgermeister Werner Brandenburger von Mitgliedern der örtlichen Bastelgruppe den ersten Defibrillator der Gemeinde entgegen. Wo das Gerät angebracht wird, ist noch offen. Finanziert wurde es durch den Erlös des letztjährigen Sengenthaler Weihnachtsmarktes sowie durch Spenden auf der Crowdfunding-Plattform Viele schaffen mehr der Raiffeisenbank. Die angesetzte Zielsumme von 1.500 Euro wurde mit 2.600 Euro weit überschritten, sodass über weitere Defibrillatoren für die Gemeinde nachgedacht wird. In den Meeren der Welt gibt es nicht nur Wasser und Fische, sondern auch jede Menge Plastikmüll. Zu viel, meint die Europäische Union und will diesen Plastikmüll nun an den Kragen. Spezielle Kunststoffprodukte sollen verboten oder reduziert werden. Ein paar haben wir mal den Landkreisbewohnern gezeigt und haben sie gefragt, worauf könnten sie denn am ehesten verzichten? Auf die Strohhalme. Ich brauche keine Strohhalme. Das können sie auch irgendwie anders lösen. Und das brauche ich schon gar nicht. Ich würde auf die Wattestäbchen verzichten, ja. Weil man die Wattestäbchen nämlich nicht verwenden soll, weil das auch gefährlich ist, das Trommelfell. Ganz ehrlich, auf die Strohhalme. Mhm. Wattestäbchen, wenn es eine Alternative gibt, würde ich auch nehmen. Mhm. Und auf die To-Go-Becher, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich auch verzichten. Ich hätte, wenn dann, einen eigenen wieder Mehrwegbecher. Weil ich gern saubere Ohren habe, deswegen bräuchte ich die Stäbchen. Da könnte ich von zu Hause einen aus Porzellan mitnehmen, den ich habe. Und ich mag Strohhalme, aber ich müsste nicht. Ja, finde ich gut, aber auch andererseits irgendwie, es besteht alles aus Plastik irgendwie und irgendwie brauchst du doch alles. Ja, finde ich schon für gut, weil es gibt verschiedene Sachen, die schon erprobt sind und kann man aus anderen Materialien machen. Man sollte einfach mehr selber darauf achten, dass man das ja rationiert und nicht in so viel Verpackung herstellt und kauft. Alles wird verpackt. Der Hygienewahn bringt uns auch zum Plastikwahn. Aber man kann ja hergehen und Behälter nehmen und mit denen zu einkaufen gehen und dann die Sachen reintun. Ne? Von selber machen es die wenigsten eigentlich. Mhm. Und wenn ein Verbot vielleicht da ist, vielleicht klappt es dann besser. Andere haben das, was man rund ums Auto braucht. Wir haben alles, was man rund ums Auto braucht. Der Autoladen Neumarkt. Ihr Fachmarkt für hochwertige Ersatzteile sowie Zubehör und Pflegeartikel von namhaften Herstellern.
Bei uns finden Sie Werkzeuge für Kfz-Arbeiten aller Art und Mitarbeiter, die durch Fachwissen überzeugen. Der Autoladen Neumarkt, Oberes Moos 4. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal Messing. Online unter dorner24.de. Der Weg zum Traumjob führt über die Jobmeile Neumarkt. Über 100 Firmen suchen interessierte Fachkräfte und bieten Stellen in verschiedenen Bereichen und Branchen. Jobmeile Neumarkt 2018. Am 23. Juni von 10 bis 16 Uhr in der Neumarkter Innenstadt. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Neumarkt feiert im Herzen der Stadt. Vom 8. bis 10. Juni auf dem Neumarkter Altstadtfest. Mit guter Laune, internationalen Schmankerln und einem bunten Kulturprogramm. 5 Bühnen, 50 Musikgruppen, 16 Tanzdarbietungen. Mit Mittelaltermarkt und Lagerleben im Stadtpark. Und dem Kindernachmittag am Sonntag auf dem Residenzplatz. Feiern, genießen, flanieren auf dem Neumarkter Altstadtfest. Willkommen zurück. Am letzten Wochenende fand in Neumarkt die 10. Auflage des Oldtimer-Treffens statt und passend zum Jubiläum war das Wetter sehr Oldtimer geeignet. Der Ansturm war groß, so groß, dass die Organisatoren irgendwann aufgehört haben, offiziell Teilnehmer zuzulassen. Allerdings sagen Schätzungen, dass sich in der Jurastadt rund 1000 Oldtimer getummelt haben. Wer am Sonntag durch die Neumarkter Innenstadt wanderte, ging gleichzeitig durch die Weltgeschichte des Automobils. Hier glänzten sie stolz in der Sonne, die Zeitzeugen vergangener Jahrzehnte. Die Epoche macht das. Das sind die 50er Jahre. Das ist ja ganz was Besonderes. Man kennt es aus dem Fernsehen. Die Stars von damals. Also dieser Oldtimer ist ein Pontiac GTO von 1970 und dieser hat die Farbe Pello Minor Copper und das ist das, was diesen Oldtimer einzig oder besonders macht. Das Baujahr 1970 und fuhr bis 2008 in Italien, wurde dann von nach Erlangen geholt und ist seit 5 Jahren in unserem Besitz, hat erst 48.000 Kilometer drauf. Das ist ein Fahrzeug aus den 80ern, was ich aus zweiter Hand habe, was original ist, also kein neuer Lack oder solche Dinge und erst um die 90.000 Kilometer auf der Uhr hat. Der Oldtimer und sein Eigentümer, die gehören zusammen wie Yin und Yang, wie Faust und Auge oder wie Hauptuntersuchung und Kontoleer. Und manchmal dauert die Freundschaft ein halbes Auto bzw. Menschenleben. Also ich bin der erste Besitzer noch von dem Auto. Ich habe den 85 noch nagelneu gefunden und seitdem habe ich ihn. Dieses Auto ist wirklich einzigartig. Es ist erstens eine Ente, die einzige hier. Und es ist die Ausrüstung für einen Sahara-Trip, den ich auch tatsächlich vor 50 Jahren gemacht habe, nämlich 1968. Dass mehr Teilnehmer und Besucher kommen, wenn in Neumarkt die Sonne scheint, das wusste man bereits von den letzten 9 Treffen. Am Sonntag nahm die Veranstaltung, zur Freude der Organisatoren, aber ungewohnte Ausmaße an. Mit diesem Ansturm haben wir nicht im Entferntesten gerechnet. Wir sind förmlich überrannt worden. Wir mussten um 9:30 schon die Marktstraße sperren, dann die Oldtimer auf den Residenzplatz umleiten, der auch proppenvoll ist. Und ich glaube, gegen 11 Uhr mussten wir den Veranstaltungsort hier einfach zumachen. Mal sehen, ob man sich bei der 11. Auflage des Treffens im nächsten Jahr noch raritätenmäßig steigern kann. Wir würden dann gerne diese wirklich seltenen Fahrzeuge sehen. Chitty Chitty Bang Bang im Flugmodus, das Papamobil von Pius dem VII. Und natürlich das Perpetuum mobile. In den Sommermonaten jagt bekanntlich eine Großveranstaltung in Neumarkt die nächste. Schon an diesem Wochenende steigt wieder das beliebte Altstadtfest,
Das ist angeblich die Festivität, an der man sogar Neumarkter in der Stadt sieht, die schon seit Jahren offiziell nicht mehr hier wohnen. Es ist wieder für ein buntes Programm gesorgt. Los geht's am Freitagabend um 19 Uhr mit dem Anstich. Auf 5 Bühnen spielen dann 50 Bands und es gibt auch eine historische Komponente mit dem Mittelalterfest im Stadtpark. Hoffen wir mal, das Wetter ist Altstadtfest kompatibel. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Blumenstrauß der Woche. Verena Zollner hat heute eine Premiere, denn sie muss diese Folge ganz allein beginnen. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Heute läuft das Ganze mal ein bisschen anders. Ich bin noch alleine. Die Frau Löbe hat sich nämlich bei uns gemeldet und möchte ihre Nachbarn überraschen, denn sie sagt, sie haben den Blumenstrauß verdient. Die haben sich jetzt hier in der Stadt verabredet und wir werden sie jetzt überraschen. Los geht's! Löwe, jawohl, ja. Verena Zollner. Ja, und wir sind, glaube ich, verabredet, wir richtig? Sind verabredet, ja. Oh, da sehe ich aber lauter offene Münder. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das hast du wieder gut gemacht, Hermine. Wir wollten uns einfach bedanken für die gute Nachbarschaft, für die ständige Hilfsbereitschaft und vor allem, dass Sie uns im Urlaub so gut ausgeholfen haben. Genau, da müssen Sie jetzt noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja. Sie haben Urlaub gebucht und die Katze war krank. Und genau, das ist ziemlich heftig. Ja, die ist 3 Wochen vor unserem Urlaub erkrankt. Und wir haben eine Schiffsreise gebucht. Wir konnten auch nicht mehr zurück. Und sie hat also Bauchspeicheldrüsenerkrankung gehabt und unsere Nachbarn haben sich dann bereit erklärt, jeden Tag zum Tierarzt zu fahren, die Katze alle 2 Stunden zu füttern. Und das 14 Tage lang. Ja, das war doch selbstverständlich. Wie lange sind Sie denn schon Nachbarn? 40 Jahre. Also, aber engeren Kontakt hatten wir eigentlich erst so 30 Jahre. Ne? Zuvor haben wir uns begrüßt, das war's dann. Ja, aber dann haben die ihre Katzen bekommen und dann haben sie Hilfe gebraucht, wenn sie in Urlaub gefahren sind. Und da waren wir da dafür. Das machen wir ja schon seit 20, 25 Jahren, dass wir die Katzen betreuen bei ihnen. Ne? Da haben wir auch noch zur Zeit haben sie noch 2 oder 3 Papageis. Ja, die haben wir auch mit betreut. Ja, es war also kann man sagen, die Tiere haben euch eigentlich irgendwie miteinander verbunden, oder? Ja, sicherlich, sicherlich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen tollen Tag, einen schönen Ausflug in Neumarkt und ich hoffe, wir konnten Ihnen eine kleine Freude machen. Ja, Überraschung vor allen Dingen, total Freude sowieso. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hier auf den Feldern zwischen Berngau und Stauf haben es die Landwirte in den letzten Tagen sehr eilig, ihre Ernte ins Trockene zu bringen. Man weiß nie, wie lange das sonnige Wetter noch anhält. Wir verraten Ihnen jetzt, ob sich die Bauern womöglich etwas länger hätten Zeit lassen können. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Am Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Am Samstagmorgen kann es zu leichten Regenschauern kommen. Über den Tag verteilt lässt sich die Sonne dann aber wieder vereinzelt blicken, bei Höchstwerten von bis zu 22 Grad. Sonntags kann man sich nachmittags auf viel Sonne und einen blauen Himmel freuen. Es gibt sommerliche 27 Grad. Einzelne kleine Wölkchen stören den blauen Himmel am Montagvormittag. Nachmittags kann es dann immer wieder zu leichten Gewittern kommen, bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Nächste Woche am Mittwoch gibt es dann eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ein schönes Altstadtfestwochenende. Wochenende.